Nachdem wir vor einigen Wochen schon erste mögliche Infos zu The Sims 5 bekommen haben, gibt es jetzt ebenfalls noch neue Infos zu einem möglichen großen Projekt für The Sims 4. Alles hierzu in diesem Video. Wie ihr bestimmt schon aus einem meiner letzten Videos wisst, könnte The Sims 5, also der nächste große Sims-Teil, schon im nächsten Monat offiziell angekündigt werden. Im gleichen Atemzug haben die Entwickler dann verraten, dass es ebenfalls noch weitere Jahre voll mit Inhalten für The Sims 4 geben wird. Auf weitere große Projekte aber wurde nicht detaillierter eingegangen. Hierzu hat aber mein Kollege Micha von simtimes.de eine interessante Entdeckung auf dem EA-Presseserver gemacht, die einen interessanten Twist in die bereits veröffentlichten Neuigkeiten bringt. Auf der EA-Presseseite, auf der für Webseitenbetreiber, Newsportale und YouTuber Grafiken, Render, Produktbeschreibung und vieles mehr bereitgestellt wird, konnte man nämlich diesen Sims-Hinweis finden. Hier wird von The Sims 4 Project Sunrise gesprochen, was tatsächlich keine neue Info ist. Schon vor einigen Tagen konnten wir das in einer von EA eingebetteten Website-Grafik des Plumbobs lesen. Neu ist aber die 4 in diesem Kontext. Vorher sind wir davon ausgegangen, dass Project Sunrise ein interner Name für The Sims 5 ist, was sich damit aber dann als falsch herausstellt. Hier haben die Entwickler wohl noch etwas anderes Großes für The Sims 4 geplant. Was genau das sein könnte, ist derzeit noch schwierig zu sagen. Der Fakt, dass sich auf der EA-Seite schon ein Hinweis zu diesem Projekt befindet, zeigt, dass eine Ankündigung hier nicht mehr fern sein kann. Die Grafik verweist wohl auf eine ähnliche, wie auch schon im Blog-Eintrag. Dieser uns bereits bekannte Plumbob hat also ganz eindeutig etwas mit der neuen Ankündigung für Sims 4 zu tun. Weiter gibt es interessante Sims-News, die sich nicht im Internet, sondern in den USA abgespielt haben. Wie ein Zimmer auf Reddit geteilt hat, konnte man in den Warner Brothers Studio vor einigen Tagen dieses Graffiti auffinden. Wer genau hinschaut, sieht schon den Plumbob. Laut dem Reddit-User handelt es sich hier um ein Set für eine Sims-bezogene Werbung, die schon vor einigen Wochen aufgezeichnet wurde. Das muss an sich nichts heißen, würde aber ebenfalls zu der großen Sims-Ankündigung passen. Spätestens am 18. Oktober sollten wir dann mehr wissen. Alle diese Infos sind derzeit natürlich noch mit viel Vorsicht zu genießen. Was denkt ihr zu dem mysteriösen Projekt? Um was könnte es sich hier handeln? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.